Weihnachten oder auch die Zeit, in der die meisten Socken verschenkt werden. Ein überflüssiges Geschenk, von dem sowieso immer ein Exemplar verschwindet. Gegen dieses bisher ungelöste Problem hat sich nun endlich jemand zur Wehr gesetzt. Vor ein paar Stunden erreichte uns die Nachricht aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Bielefeld, wo Rentnerin Ursula Diffenbach ihre eigene Waschmaschine wegen Diebstahls angeklagt hat. Frau Diffenbach, die bereits in der Vergangenheit häufiger das Verschwinden von Socken nach dem Schleudergang feststellte, beschloss, ihre Waschmaschine zu testen, indem sie eine Gesamtzahl von 22 Socken wusch. Nachdem sie beim Öffnen der Klappe lediglich 11 einzelne Socken fand, war die Waschmaschine überführt. Sofort rief die wütende Rentnerin die Polizei an, welche sich unverzüglich am Tatort einfand. Die Waschmaschine schweigt bisher zu dem Vorfall.